Okay. Der nächste Versuch. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ach so, dann fange ich gleich bei ihm hier an. Jedes Mal seine Gefolgschaft mit dabei hätte, sondern dass du nur gegen den einen kämpfst, das wäre halt cool. Aber so hat er ja noch 20 Orks mit dabei. Thank you.
Jawohl. Boah. Zittern Sie vor Angst, denn Sie wissen, dass wir Sie jagen werden. Erlebt den Aufstieg von Mordor. Erlebt den Aufstieg des hellen Herrschers. Alter Freund. Oh yes. Ich bin so froh, dass ich das ohne...
Aber man kommt dann nicht mehr rein in das Gebäude. Wie oft müssen wir das noch tun? Ich habe noch nie einen Varg gesehen, aber aus Büchern und von reisenden Jägern habe ich vieles über sie erfahren. Die Bilwisse des Nordens können Varge reiten wie die Menschen Rohans Pferde. Ihr Heulen ist kilometerweit zu hören und ihre Sinne sind scharf genug, um sogar einen Waldläufer aufzuspüren. Varge jagen in Rudeln von einem Dutzend und mehr. Das macht sie so schrecklich. Karagor sind gefährlicher, aber ihre Rudel sind deutlich kleiner. Ein schwacher Trost. So, also man bringt ja auch, man verbringt ja auch natürlich sehr, sehr viel Zeit in dem Menü. Okay. Ja, ist aber schade, dass man die nicht mitnehmen kann hier.
Ja, wir haben noch hier noch ein bisschen was vor. Also ganz vorbei ist es leider hier noch nicht, auch noch nicht. Na, hier noch ein. Der Turm der Zauberei. Die Stadt ist verloren und der Hexerkönig kontrolliert den Palantir. Sieh dir das einmal näher an. Boah. Schicksalsberg und hier ist Saurons. Er ist längst nicht mehr mächtig, dass er die Furcht gefunden hat, der Zweifel nagt. Fort an ihn, wenn da ist. War mal hier. Ich kenne jetzt die Vorgeschichte nicht, aber könnt's mir gerne mal erklären. Ich weiß nicht, waren das die Schauplätze vom ersten Teil? Wie gesagt, ich spiele diesen Teil ja, zum ersten Mal. Ist damals verpasst, den ersten Teil zu spielen. Sind das manchmal die Schauplätze vom ersten Teil oder ist das jetzt nur so bildlich dargestellt, dass er da war? Bei, die haben ja immer erzählt, dass er am Schwarzen Tor gestorben ist. Aber geht's. Das Schwarze Tor geht aber rein, oder? Hier. Eigentlich, das Schwarze Tor ist eigentlich der ein müsste eigentlich ich mit mal eigentlich. Ja, wenn man hier die Gebirgskette sieht, also es ist wie ein riesiger Krater ist das, wie das aussieht. Oder wenn man das so sieht, ist das wie ein Krater. Stamm ihren 74. Wollen wir uns das mal angucken?
Wir gehen immer mit Schnellreise hier rüber. Varge. Gut, dass sie Mordor nicht durchstreifen. Selbst für ein Rudel Varge ist es schwer, hier zu überleben. What? Stimmt hier die, oder? Ja, die Festung ist ja auch nicht gerade die
Also das mit dem Geld, das ist echt hier leichtes Problem. Oh, gucken wir da noch mal kurz hin. Puh. Der Hexenkönig schützt seine Zitadelle mit einem Schleier aus Schatten. Okay. Ja, das Problem wird sein. Zitadella, die hat zwar nicht viel Angriffskraft, da kann man auch richtig was reinhängen. Also ruhig was richtig was entgegenwerfen, aber ja. Erstmal die Kommandanten da unten auf meine Seite ziehen. Das wird, denke ich mal, eher das Schwierigste. 25, 26. Den und den. Könnte ich schaffen.
Die werden schwer sein zu besiegen. Na gut. Dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.